Kapitel 4, das verbotene Ritual, wann haben wir denn Kapitel 5 oder 3 gemacht? Ja, aber man kann nicht ewig zusammenbleiben, Mai. Das geht nicht, auch nicht für Zwillinge. Schmetterlingstagebuch 1. Hunakata, unser Lehrer, kam heute in das Dorf. Er sagte, er macht sich Sorgen um Izuki und kam, um ihm zu helfen. Aber ich kann Außenseiter nichts von dem Dorf erzählen. Izuki ist eingesperrt im Lagerhaus. Und ich bezweifle, dass es ihm erlaubt ist, mit den Außenseitern zu sprechen. Ja. Mr. Makabe hat ein Foto von uns gemacht mit dieser Bilderbox. Mein Gesicht sah merkwürdig aus, aber es war trotzdem interessant. Er wird wahrscheinlich ein weil unsere Reinigung noch nicht beendet wurde. Bevor das passiert, müssen wir ihm helfen, zu entkommen. Wenn ich mit eins, andersrum, wenn ich mit Yae eins werden kann, wäre ich glücklich. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Sai. Warum sind Zeittagebücher immer so viel einfacher zu lesen? Ah, Zwillinge. Geht's dir gut, Mayu? Haben wir eigentlich wieder was? Nein, das war nicht, was ich wollte. Nope, haben wir nicht. Okay. Die Steuerung, das ist immer. Oh, wait a minute. Direkt erwischt. Ja, aber was? Ach ja. Jetzt weiß ich es wieder. Da sind jede Menge Puppen auf der dem Tisch platziert. Das muss hier ein Mädchen, für ein Mädchen gewesen sein. Warte. War das hier? Auch nicht. Nur das kann ich gerade fotografieren, aber das haben wir schon. Juhu. Guten Tag, die Dame. Ja, ich weiß. Du bist so ätzend. Oh, genau deswegen bist du so ätzend. Na komm, wenn du meine Schwester angreifst, dann ist es Zero Shot. Du bist schneller weg. Ja, Kamera hat noch nicht so eine Reichweite, das vergesse ich immer. So, wo taucht die Dame auf? Mayu, bleib von der Wand weg. Die könnte da auftauchen, die Dame. Ah, da ist sie. Scheiße. Ja, wir verschwenden schön Film. Die ist mir so auf den Sack, Madame, weißt du das? Können wir auch mal ein Foto machen? Danke. Mehrere Zero-Shots gehen wohl noch nicht.
sind sie? Fast hat sich's erledigt mit dir. Lebst auch nur du. Lass uns in Ruhe. Lässt du was fallen? Ja, lässt du. War es das, was wir brauchten? Mayuk, komm mit. War es, dass es den Puppen nur die Köpfe fehlten? Oder brauchten wir noch eine Puppe? Ich weiß es nicht mehr. Ich verwechsel dieses Rätsel immer mit... Hier, es fehlten nur die Köpfe. Mit dem Rätsel von Teil 1. So. Wie war das denn? Oh, das läuft auf Zeit. Super. Ja, ja. Ich hätte gerne die rote dahin. Geht nicht mehr. Mussten die roten nicht hoch? Ja, komm, mach weg. Ach, wir können wegmachen, super. Ja, ich weiß, wie das Ritual funktioniert. Ich werde die ganze Zeit bei den falschen Puppen. Ich dachte die ganze Zeit, die roten seien's. Super. Ah, der Schmetterlingsflügel. Nein, Schlüssel. Wo war denn nochmal der Schmetterlings? Na, wo ist es? Hey, da? Weiß es doch. Ghost and Shadow. Hier ist nichts mehr? Ah, verwandelt der vielleicht? Komm, Mayu. Speichern wir nochmal. Na. Dann muss ich gucken, wie es weitergeht.
Ich? Oh, eine. Ja, eine Karte. Folklorist 6. Die Zwillingsmädchen gaben mir eine Karte, die einen Seitenausgang zeigte. Sie sagten, dass das versteckte Ritual bald käme und ich sollte in dieser Nacht aus dieser Tür heraus verschwinden. Sie verschwanden so schnell, ich konnte sie nicht einmal fragen, warum. Die anderen Leute in dem Haus verhielten sich normal. Ist da vielleicht ein anderer Hintergrund, dass sie mich so hässlich aufgenommen? Nur um sicher zu gehen, werde ich Monokata sagen, dass er scheinbar vorgehen soll. Ich bin nur in der Hälfte des Zimmers. Keep mal cool. So, wofür war der Schlüssel? War der Schlüssel? Hierfür. It's stuck. Okay, dafür war er nicht. Ich konnte ihn nicht fotografieren, er war so schnell weg. Ich darf ja nicht spoilern, ich darf nicht sagen, wer das ist. Oh nein! Kampf kommt ja später auch noch. Oh, ich kotze. Den habe ich ja to total vergessen. Egal. Ich sagte, ich wollte den alten Teil aufspielen, also tue ich's. Here I am. Kannst du mal wieder Untertitel haben, bitte? Dann verstehe ich auch, was du sagst. Ich liebe dich, wenn man erst überlegen muss, welche Taste die richtige ist. Nein, ich will raus hier! Mann! Wo war das noch gefunden? Guten Tag, Garden Woman. Ah, da, jetzt habe ich es erkannt. Jetzt haben wir Ruhe. Bitte? Kann ich auf Mario gleichzeitig aufpassen? Eine Menge. Schade. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Mann. Steuerung, Mann. Bitte gerne. Der Lampe wieder. Dann gucken wir mal eben nach, ob das jetzt funktioniert. Bleibt da oder komm mit rein, Mario. Platz genug. Nee, ich brauche erstmal eine Taschenlampe wieder. Falls es dann überhaupt funktioniert. Tag, da bin ich wieder.
Alles ist in Ordnung. Ja, me too. Ist eigentlich wie im neuen hier auch was versteckt? Nö. Wo? Du schon wieder. Sehe dich, die Kamera nur nicht. Kommt deine Freundin auch wieder? Lass sie in Ruhe. Die falsche. Würde gerne mehr Schüsse als nur einen machen können. Mein Ju, bleib stehen. Ich mache ein schönes Foto von dir und dem Typen. Jetzt bleib stehen. Er beißt auch nicht. Hoffe ich. Verhakt das Spiel. Gut, Hälfte haben wir durch. Komm her. Ich habe eine schöne Überraschung für dich. Mario, komm mit. Bleib halt da. Ach ja, klar, das hat mich abgesehen. Wo ich die Kamera verrissen habe? Ja. Fantastisch. Komm her. Entscheidest du dich jetzt doch für meine Schwester. Wir sehen so gleich aus. Du kannst uns gar nicht auseinanderhalten, richtig? Das Fatale bei Zwillingen immer. Wer bist du denn jetzt schon? Bist du hier jetzt? Bist du die oder bist du die? Ich kann dich gar nicht auseinanderhalten und dabei sehen sie sich gar nicht ähnlich. Dinge haben doch auch so viele Unterschiede und Leute können das einfach nicht auseinanderhalten. Ich kann so kotzen. Ich bin selbst ein Zwilling. Ich weiß, wovon ich spreche. Ah. Lass meine Schwester in Ruhe. Und tschüss. Was hast du noch nicht? Nö. Dir fehlt noch der Todesstoß, richtig? Natürlich fehlt ihm noch der Todesstoß. Tschüss. Lass uns jetzt in Ruhe. Ist das nicht schön anzusehen, Mario? Wie Leute sterben. Entschuldigung. Hinterlässt du uns was? Hinterlässt uns nichts. Gut, Mario, ich will dich nicht schon wieder umrennen. Oh, da ist aber was. Ja, ein Spirit Orb. Sehr schön. Mario, komm. Ich weiß, wofür der Schmetterlingsschlüssel war. Mayu, jetzt vergiss doch mal dieses blöde Ritual. Nee. Mayu. War das hier? Mayu. Ja. Nein! Ja, es war gerade noch zu erwischt. Ja, ist ein kleines Easter. Ich liebe solche Easter Eggs. Mario, ich möchte dir nicht unter den
Jetzt habe ich ihn nicht fotografieren können wegen deinem Kopf, Mario. Sonst wäre es super gelungen. Ja, Schmetterling, I know.